Du hast jetzt vor kurzem erwähnt, dass du das einen BG-Rechner auf die Internetseite gestellt hast. Wie schaut das aus? Wie kann man dorthin gelangen? Wie erreicht man die? Und was für Aufschlüsse bringt dieser BG-Rechner? Also es ist ganz einfach, man gibt ein tandiolesch.at oder www.tandiolesch.at und dann wird man gleich auf diese Hauptseite geführt und dann sticht der BGE-Rechner einem schon ins Auge, schön rot umrandet, man klickt ihn an und dann kann man entweder die zwei Grundvarianten wählen, 850 Euro oder 1000, das ist das Piratenmodell und das ist das Attack-Modell, also Piratenmodell ist noch in der Vorbereitung, aber das ist so die Grundlage. Oder man gibt selber den Zielbetrag ein. Da kann man meinetwegen 1030 eingeben oder man sagt, nee, ich möchte mal mit 950 arbeiten. Man kann es auch abwandeln, was den Betrag der Kinder angeht. Wenn man sagt, Kinder haben eigentlich einen Bedarf von vielleicht 600 Euro nur, kann man das auch vorgeben. Mit dem nächsten Klick kommt man dann auf die Seite, wo der Finanzbedarf errechnet wurde. Und mit dem übernächsten Klick bekommt man dann eine Auflistung, was ist vorhanden an Ausgaben, Staatsausgaben und kann umgeschichtet werden. Die Sozialausgaben sind in Österreich ungefähr 85 Milliarden. Davon kann ein Teil verwendet werden zur Finanzierung des Grundeinkommens. Nicht angetastet werden Gesundheit und Bildung, aber die anderen Sozialausgaben werden anteilig verwendet, um das BGE zu finanzieren. Denn die 1000-Euro-Schwelle, zum Beispiel bei den Pensionen, da wird der Betrag über der Pension über 1000 Euro nicht angetastet, aber der drunter wird verwendet zur Finanzierung, ist es ja verständlich. Wenn da noch was fehlt, das weist der Rechner aus, dann hilft der nächste Klick. Denn auf der nächsten Seite findet man dann erstens, was durch den neuen Tarif wieder hereingespielt wird, durch einen integrierten Tarif. Und man kann eingeben, was an vermögensbezogenen Steuern den Rest noch aufwiegen würde. Und das Interessante ist, wenn man die vermögensbezogenen Steuern nur so wählt, wie die USA, Großbritannien, Frankreich, wie der westliche Standard, dann erzielt man nicht nur eine Finanzierung des Grundeinkommens, sondern auch noch einen Überschuss, der zum Beispiel zum Schuldenabbau verwendet werden kann. Also kann man eigentlich grob sagen, dass das bestens geeignet ist für Gegner, die nicht an die Finanzierung des BGEs glauben. Ich lade alle Gegner ein, den Rechner zu nutzen und dann mal zu schauen, woher die Gelder kommen, dass sie da sind und dass das durchaus finanzierbar ist. Das ist eine sinnvolle Geschichte. Die Internetadresse ist www.tantejolesch.at. Man kann auch tantejolesch.at eingeben, funktioniert es auch. Vielen Dank, Herbert, für das Gespräch. Gern geschehen. Danke.